Hallo und herzlich willkommen zum Kurzvortrag über das Campus G2-Projekt. Das Projekt hat zum Ziel, einen interaktiven und barrierefreien Lageplan für die Universität zu Köln zu entwickeln, um die Inklusion an der Universität zu fördern. Das heißt, die Bedarfe von benachteiligten und beeinträchtigten Personen zu berücksichtigen. Somit ist das Key-Feature dieser Anwendung zum Beispiel die Entwicklung eines barrierefreien Routings basierend auf unterschiedlichen AnwenderInnen-Profilen für unterschiedliche Bedarfe. Der aktuelle Lageplan sieht so aus, also es handelt sich um eine Google Maps-Anwendung, die weitere universitätsspezifische Geoinformationen in Form von Layern der Anwendung hinzufügt, wie zum Beispiel Universitätsgebäude oder auch schon Eingänge inklusive der Klassifikation, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Zusätzliche Informationen wie zum Beispiel den Campus-Familienplan, der auch inklusionsspezifische Informationen enthält, werden weiterhin in der neuen Anwendung berücksichtigt. Ja, das Projekt läuft seit dem 1.6. des vergangenen Jahres. Das heißt, wir sind 8-9 Monate jetzt unterwegs und das Team ist soweit zusammengefunden und wir starten jetzt so langsam mit der Entwicklung des Projekts. Sie können auf dem Laufenden bleiben über die Entwicklung des Projekts, indem Sie diese Webseite besuchen. Dort werden wir in regelmäßigen Abständen Blogposts zu den Entwicklungen innerhalb des Projekts veröffentlichen. Kurz zur Geschichte des Campus GIS. Sie fragen sich wahrscheinlich, warum es Campus GIS 2 heißt. Ganz einfach, es gab schon ein erstes Campus GIS in der Zeit von 2005 bis 2010, entwickelt von Frau Dr. Ursula Baser im Rahmen ihrer Dissertation. Sie entwickelte ein sehr umfangreiches GIS zu Informationen des gesamten Campus der Universität, inklusive detaillierten Informationen zu Barrieren. Und bereits in der ersten Version des Campus GIS war ein barrierefreies Routing innerhalb des Campus möglich. Das neue Projekt wird auf React.js-Basis entwickelt für die Web-Anwendung und React Native für die Mobile-Anwendung. Das heißt, wir können viel Code in beiden Application-Tiers wiederverwenden. Für die Interaktion und Visualisierung der Geodaten verwenden wir Open Layers bzw. das React Geo als React.js Binding zu Open Layers und fürs Routing setzen wir momentan auf die Open Source Routing Machine. Generell verfolgen wir einen sogenannten Serverless-Ansatz, das heißt, wir möchten den Server so schlank wie möglich halten, so wenig Software zu warten haben wie möglich. Den Webserver bekommen wir dankenswerterweise komplett gewartet und maintained vom Rechenzentrum zur Verfügung gestellt. Den Routing-Server müssen wir allerdings selber betreiben, weil der ist schlecht zu cachen. Wir brauchen wirklich nur einen ganz einfachen Webspace mehr oder weniger im Oldschool-Sprech, da wir alle Inhalte, die gesamte Node-React.js-Anwendung zu statischen HTML, CSS, JavaScript, JSON und Mediendateien kompilieren mit der Hilfe der React Static Bibliothek und können diese Dateien einfach flat auf den Webspace deployen. Ein weiterer wichtiger Punkt der Anwendung ist 3D-Geoinformationen. Wir haben vor, alle ca. 300 Gebäude der Universität zu Köln in mindestens LOD3 zu modellieren und diese auch über die Webanwendung einzubinden. Dazu habe ich bereits 2010 meine Diplomarbeit verfasst und ein kurzes Conference-Paper dazu verfasst, wenn es interessiert, hier ist es zitiert. Momentan entwickeln wir eine Open-Source-Toolchain zur Modellierung von der Gebäudemodellen. Wir haben uns auf das CityGML-Format als Datenschema geeinigt. Für die Visualisierung in der Web-Anwendung gucke ich mir gerade Cesium und 3.js an. 3D-Tiles Next ist auch sehr interessant. Zur Indoor-Routing noch kurz ein Wort. Hier werden wir den Time-of-Arrival-Ansatz implementieren. Uns sind alle exakten Positionen der WLAN-Access-Points innerhalb der Universität zu Köln bekannt. Dadurch können wir über die Signallaufzeitmessung zwischen Mobile-Device und den WLAN-Access-Points uns relativ genau auch in Innenräumen triangulieren. Damit ist die Zeit auch schon um und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Besuchen Sie gerne unsere Webseite, informieren Sie sich über das Projekt und nehmen Sie gerne Kontakt mit mir bzw. uns auf, um sich über die genannten Technologien auszutauschen. Vielen Dank.